Ja, hallo, wir sind hier heute im Science Center Spektrum. Das gehört zum Deutschen Technikmuseum Berlin. Und mein Name ist Christian Neuert und ich habe einen Gast heute, Hagen, hier. Und ja, ich freue mich schon, bin gespannt, was wir hier alles entdecken werden. Wir sind momentan hier im Bereich der optischen Wahrnehmung. Das nennt sich bei uns Sehen und Wahrnehmen. Hier gibt es ganz viele optische Illusionen und Täuschungen. Und ich bin gespannt, ob es unserem Gast hier heute gefallen wird. Ja, das ist mein erstes Mal hier, ja. Auch von neuen Sachen, ja. Finde ich super hier. Dann gehen wir sogar schon mal gleich nach nebenan. Das können wir vorstellen, dass das ganz spannend ist. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe an großen Spiegeln. Und da kann man doch tolle Phänomene erleben. Machen wir. Das schauen wir uns doch einfach am besten an gleich. Klein und dick oder groß und dünn und lang, also ganz unterschiedlich, genau. Das war so ein ganz, ganz interessanter Effekt, wie ich finde. Echt cool aus. Das ist cool, ne? Ja. Finde ich auch. Also das lohnt sich, wenn man selbst zu viel gegessen hat, dann geht man am besten hier hin, dann wird man immer ganz, ganz, ganz schlank oder umgekehrt halt. Das ist irgendwie ganz lustig. Jetzt will ich dünn. Bitte? Spiegel. Ja, super. Das war ganz dünn, ich habe jetzt ganz lange Beine. Die sind viel zu lang. Hier mal noch ein Biegespiegel. Okay. Den können wir anstellen. Der biegt sich sogar an zwei Stellen. Deswegen sind die Effekte hier nochmal anders. Und hier kann das sein, dass man also sowohl in einem Bereich lang und dünn erscheint und beim anderen dann so ganz gestaucht und klein und dick und ganz unterschiedlich. Halt. Jetzt bin ich ein bisschen kleiner. Jetzt sind wir beide ganz klein hier. Ja. Jetzt ist es wieder besser aus. Und jetzt geht's mal weiter. Man kann hier nämlich Farben mischen. Hier gibt es auf der einen Seite diese bunten Lichtknöpfe. Wenn man sie aufdreht, man sieht das schon, kann man diese einzelnen Farben blau, grün und rot an die Wand werfen. Und dann sieht man auch diese Farbkreise dort, die sich an manchen Stellen überschneiden und je nachdem, wie stark die einzelnen Farben aufgedreht werden, das heißt, wie hell sie dann tatsächlich an die Wand geworfen werden, ergeben sich dann verschiedene Mischfarben. Dann passiert etwas anderes. Man kennt das eigentlich, dass man normalerweise schwarze Schatten oder nicht farbige Schatten wirft und hier hat man den Aspekt, wenn man immer eine oder mehrere der Lampenfarben abdunkelt, die werden die rausgefiltert, das heißt, dieses Licht erscheint jetzt nicht mehr an der Wand. Und man sieht dann sozusagen nur das nicht herausgefilterte Licht, das wir mit unseren Händen jetzt hier also abblenden im Grunde genommen. Und die Mischfarbe, die erscheint dann quasi als Schattenfarbe an der Wand. Wir können jetzt Schattentheater spielen hier zum Beispiel. Alles Mögliche. Eigentlich sehr, sehr farbenfroher Versuch auf jeden Fall. Das sind so zwei Versuche in einem. Das ist so eine qualitative Farbmischung ist das halt. Das, was man hier sieht, das ist eigentlich auch ganz spannend, das ist das Sonnenlichtspektrum. Wir haben hier vor dem Spektrum, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, als du reingegangen bist, da haben wir so einen riesengroßen Spiegel stehen auf einem Turm. Und dieser Spiegel, der folgt dem Sonnenlauf. Da heißt die Sonne, die fällt, also das Sonnenlicht fällt auf diesen Spiegel, dann wird das Sonnenlicht hier reingelenkt in das Spektrum. Das wird dann aufgespalten und da steht so ein Sonnenlichtspektrum hier von Violett bis Rot. Man kann dann, man sieht das hier hinten, da kann man hier nochmal rumgehen. Also man kann auch hier Schatten raufwerfen. Berühren. Okay. Genau. Da sind also ganz viele elektrisch geladene Teilchen drin. Man kann dieses elektrische Feld ein bisschen beeinflussen jetzt hier und sozusagen den, wenn man so möchte, Stromfluss da drin ein wenig verändern. Genau. Man kann auch den Finger hier so raufsetzen und kann man auch probieren, die Blitze, das sind keine echten Blitze, aber sowas cool. In der Art sozusagen, kann man versuchen hier anzuziehen. Ja.
ein sogenanntes Plasma, was sich da drin befindet. Mein Name ist Aram Gorgis, ich bin wissenschaftlicher Volontär hier im Science Center Spektrum und ich werde Hagen jetzt den zweiten Stock zeigen. Wir haben hier Elektrizitätsversuche und Mechanikversuche und auch bewegtes Wasser, bewegte Luft und Wärme und Temperatur. Das gucken wir uns jetzt zusammen an. Okay. Zum Beispiel haben wir hier gleich die Hochspannungsversuche. Da kannst du mal auf den Knopf drücken. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, aber so lange können wir den zweiten Versuch ausprobieren. Hier haben wir unsere Thermokamera und da kann man erkennen, welche Temperaturen heißer sind. Rot bedeutet heißer. Und grün, blau ist kälter und grau ist ganz kalt. Dann haben wir hier die Hände auf die Wangen. Ein bisschen warten, bis es warm wird. Und dann loslassen. Und jetzt sieht man da den Wärmeabdruck am Kopf. Ja, Hagen, jetzt sind wir im dritten Stock bei Musik und Hören. Welche Art von Musik magst du gerne? Alles, auch so was hier. Elektronische Musik, genau, ja. Die kann man hier nämlich selber machen. Wenn du überall deine Hände so ein bisschen näher und weiter weg machst, dann verändern sich die Töne. Ja. Kannst du ja mal ausprobieren. Hier haben wir eine Platte, genau, du nimmst ja schon mal den Bogen. Ich verteile hier nochmal so ein bisschen Sand oben. Und jetzt kannst du mal... Ah, ist ein bisschen schwierig. Ah, da bewegt sich schon der Sand. Ja, das ist sehr gut. Ein bisschen stärker. Du musst mal probieren, einmal runterzuziehen und den dann schnell wegzunehmen, damit die weiterschwingen kann. Ja, das war schon mal gut. Nochmal. Ja, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Sand. Wir machen mal ein bisschen Sand weg. Wie so ein Salzstreuer, nur mit Sand. Jetzt nochmal probieren. Ja, das war schon mal gut. Nochmal. Okay. Oh, das ist ja hervorragend. Siehst du jetzt hier diese Muster? Guck mal, hier sind Kreise am Rand. Oh ja. Das war sehr gut. Nochmal. Oh. Du musst aufpassen, dass du hier oben mit der Kante nicht raufstößt. Nochmal. Ja. Ich kann mal hier so ein bisschen festhalten. Oh, dann haben wir. Das ist ein schönes Muster. Ne, weil an den Stellen jetzt, wo die Metallplatte stark schwingt, da fliegen die ganzen Sandkörner weg. Und dann gibt es Bereiche, wo die Platte nicht so doll schwingt und da sammelt sich dann der ganze Sand. Danke für alles. Danke. Es war alles super hier. Ja. Mitgemacht habe. Danke, dass du uns besucht hast. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Hat viel Spaß gemacht. Was war dein Lieblingsexperiment? Alles Experimente. Alles? Okay. Ja, das freut uns. Dann hoffe ich, dass du uns bald wieder besuchen kommst. Mach ich. Super. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.